So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo 2. So, wir wollten zum Dunkelwald, das heißt, ich habe mich, ist ja eine neue Folge, quasi nochmal kurz durchgekämpft. Da unten, also bin mehr oder weniger durchgerannt. Und ja, wir wollen zum Dunkelwald. Ich wollte mal kurz gucken, ob wir hier noch mit irgendwem sprechen können. Ja? Über irgendwas, was wir da so machen können. Vielleicht haben die ja was zu sagen. Ihr werdet doch nicht aufgeben, oder? Na, nicht so viel wie in Diablo 1. Da erzählen die ja ein bisschen mehr dazu. Mal gucken, was sie zu Cain zu sagen hat. Ohne die Inifus-Rinde könnt ihr Cain nicht finden. Okay, ja gut. Das ist nicht so ganz viel drumherum. Bei Diablo 1 gab es ja immer so ein bisschen drumherum Gequatsche. Und deswegen habe ich mir gedacht, können wir das eigentlich hier auch mal versuchen, aber... Daneben gegriffen, ne? Ihr werdet fündig. Sucht nur weiter. Ja, aber die hier sagen nicht so viel niemand. So, ich habe die Soundkulisse ein bisschen verändert. Ich habe nämlich die Musik ein bisschen lauter gemacht. Weil ich ein paar Probleme hatte, das abzumischen, hat man vielleicht nicht groß gemerkt. Aber ja, die Musik ist ein bisschen zu leise gewesen und der sonstige Sound war ein bisschen zu laut. Und dann gibt es immer so explosionsartige Soundspitzen. Und das ist ein bisschen schwierig dann abzufangen und mit der Stimme abzumischen. Das ist dann immer so ein bisschen nervig. Ich hoffe, das wird jetzt so besser. Gucken wir mal. Und ja, willkommen im Dunkelwald. Da sind wir nämlich jetzt. Dann schauen wir uns hier doch mal um. Auf jeden Fall ist hier schon ein bisschen zerstört worden. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Aber offensichtlich ist der Dunkelwald ja gar nicht so ganz geheim, ne? Weil hier leben ja offensichtlich Leute. Das heißt, dieser Durchgang da unten ist natürlich mega unpraktisch eigentlich für alle, die hier gewohnt haben. Ich frage mich, ob es einen anderen Weg gibt. Weil das macht ja so eigentlich keinen Sinn, da jedes Mal durch so eine Höhle zu latschen, um dann zu seinem Haus oder in die Stadt zu kommen. Oder ins Lager oder wohin auch immer. So. Die Frage ist natürlich auch, wo ist das Lager der Jägerin? Also sind die vielleicht dahin geflüchtet und absichtlich in so einer weit entfernten Region gelandet? Aber naja, wir schauen mal. So, erstmal kämpfen wir uns jetzt hier durch und finden vielleicht dieses Mal auch den Turm. Der soll sich nämlich im Schwarzmoor befinden, hinter dem Dunkelwald. Mal gucken. Und ansonsten sollten wir hier zumindest den Inifusbaum finden. Und der Inifusbaum führt uns dann zur Schriftrolle, beziehungsweise wir bekommen die dort. Ne? Die ist, glaube ich, in die Rinde geritzt, wenn ich mich richtig erinnere. So, dieser Kieferknochenhut ist ja nicht besonders beeindruckend. Hm, haben wir hier irgendwas Cooles gefunden? Ah, hier liegt, nee, doch keine Leiche. Ich dachte, da liegt eine Leiche drin, aber hier liegt eine Jägerin. Ah, die Rolle nehmen wir mit. So, wir gehen erstmal in die Richtung, denke ich. Weil ich gerade hier bin. So, die blaue Schärpe nehme ich mit. Wir können zwischendurch natürlich auch wieder identifizieren. Mal schauen, was wir da finden. An Schärpen haben wir jetzt, glaube ich, nicht... Ja, 8 zu leben. Das ist jetzt nicht so toll. Was macht die hier? Haltbarkeit reparieren. Auch nicht so super. Kann man nicht so viel mit anfangen. So, auf jeden Fall sehen wir hier sehr viel mehr Ruinen. Oh, was ist da runtergefallen? Ein Topas. Ein Topas. Ja, damit. Sehr viel mehr Ruinen hier als in den anderen Ebenen davor. Ein Juwel. Ein Juwel kann man auch sockeln. Das kann man genauso in so einen Sockel packen wie jetzt zum Beispiel so ein Stein. Ne? 7 Verteidigung würde das hier machen. Ja. Damit kann man aber keine Wörter bilden. Also man kann mit Runen, die man auch noch finden kann, später Wörter bilden, Runenwörter. Und da gibt es Rezepte. Ja, damit kann man sozusagen dann spezielle Waffen aufbauen. Aber dazu kommen wir noch. Wir sind ja noch ganz am Anfang. Achso, habe ich auf Players 8 gestellt? Das ist ja die Frage. Ich glaube nämlich noch nicht. Ich wollte mich da unten durchschlagen. So, jetzt haben wir auf Players 8. Wollte mich da unten durchschlagen, ohne dass ich zu viel XP bekomme. Damit ich nicht schon Level Up habe, wenn ich sozusagen hier rauskomme. So, aber jetzt wollen wir das natürlich. So, muss ich daran denken, dass wir das immer machen. So. Und dann dürfte das nächste Level aber auch relativ nah dran sein. Wobei jetzt natürlich erstmal die Monster, die schon gespawnt sind, also die schon da sind, natürlich immer noch schwach sind. So, die Kappe, mal kurz drauf gucken, die hat ja einen Sockel. 5 und die hat 8. Und na gut, die lassen wir liegen. Die brauchen wir nicht. Schauen wir mal weiter, was wir hier noch so Schönes finden. Ein paar Dorndämonen, ja. Okay. Ein paar Lanzenträger. Alles nicht so spektakulär.
Bis jetzt. Bis jetzt. Mal schauen, was da noch kommt. Ah, guck mal, jetzt halten die nämlich schon viel mehr aus. Der Unterschied ist schon deutlich, wenn man mal das Ganze vergleicht. Ein konservierter Kopf. Sehr schön. Das ist ganz tauglich, neue Fertigkeit, aber jetzt auch zu zeigen. Diese Köpfe sind quasi Schilde. Das sind nämlich Schilde für den Totenbeschwörer. Und wirkt zwar irgendwie komisch, aber ist halt so. Und ja, wir haben jetzt hier ein Schild des Kombo-Blitzes, 10 Verteidigung. Und das hier macht 7 Verteidigung. Gegenstandstufe ist 5. Dann haben wir Blocken 23. Okay, hier 25. Also es ist wie ein Schild. Im Endeffekt nur, dass es eben noch, ja, Skills dazu gibt. Zum Beispiel hier Tongolem und Zähne. Außerdem ist hier die Reparatur nicht möglich, weil es ätherisch ist. Aber das ist ja nicht so schlimm. Es hat ja noch Haltbarkeit 11 von 11. Wir nehmen das erstmal, weil das ist ja für uns geeignet. Und wir haben jetzt sozusagen etwas zum Golem dazu bekommen. Das heißt, wir könnten den eigentlich auch mal neu beschwören. Ich glaube, das ist notwendig. Und die Zähne hätten wir damit dann nämlich auf Stufe 2. Und damit machen sie 3 bis 5 Schaden. Statt, ich glaube, 2 bis 4. So. Okay. 2 bis 4 ist richtig, weil unsere normale Angriffsattacke macht auch 2 bis 4. So, okay, sehr schön. Vielleicht finden wir da noch was Schöneres, was sich auch sockeln lässt. Das hier ist halt ätherisch. Also, selbst wenn es einen Sockel hätte, wo ich gar nicht weiß, ob das geht bei ätherischen Gegenständen, dann wäre das unsinnig, weil, naja, hält halt nicht ewig, ne? Kann man nicht reparieren, geht nicht. So, diesen Stein hier, den gucken wir uns mal eben an. Da sollen ja schon Dinge aus dem Stein gefallen sein, die schön sind. So, wir könnten eigentlich mal das Level abmachen. Fällt mir gerade so ein. Mana geht eigentlich gerade, muss ich sagen. Vitalität macht Sinn. Stärke können wir machen, wenn wir irgendwas brauchen. Wir machen erstmal Vitalität. Und gucken mal. Leider ist es ja nicht mehr so, dass diese speziellen Totenbeschwörersprüche hier mit, ja, Leben gecastet werden. Dann würde Vitalität noch mehr Sinn machen. Aber, naja, kommen wir mit klar, denke ich. So, wir können einen neuen Skill vergeben. Ich möchte eigentlich gar nichts zusätzlich auf die Flüche packen, außer 1 halt. Aber die hier haben wir doch gar nicht mit 1 belegt. Welches Level haben wir? 13. 13. Okay. Haben wir das nicht, das der Zimmer gemacht? Oder bin ich verwirrt? Ich bin verwirrt. Ich bin wahrscheinlich verwirrt. Wir haben das hier gemacht. So, dann gucken wir mal. Also eine Jungfrau, das ist ganz cool, glaube ich. 200 Schadens werden zurückgeworfen. Verflucht eine Gruppe von Feinden, sodass sie sich selbst Schaden zufügen. Okay, also die, ja, das ist sinnvoll. Je stärker die Monster sind, oh, man darf da oben nicht draufklicken. Je stärker die Monster sind, desto mehr Schaden fügen sie sich selbst zu. Und das packen wir mal mit sozusagen hier rein. Und zwar auf die Taste F11. So. Und lassen das hier auch gleich mal drin, dann können wir das gleich mal ausprobieren. Das ist ganz schön. So. Okay. Sehr schön, da oben liegt Gold. Jetzt muss ich da hinlaufen, weil ich keinen Telekinese-Spruch habe. Das ist natürlich fürchterlich. Ganz furchtbar anstrengend. Dieser weite Weg. Aber gut. Ja, ein bisschen Gold. Da liegt auch noch Gold, aber da kommen wir eh noch hin. Ein bisschen Gold sollte man schon mitnehmen. So. Hier. Nimm mal selber Schaden. Hier auch. Das ist ganz gut. So. Ja, noch ein Kopf. Mal gucken. Diese Standardköpfe haben ja auch schon irgendwelche Sachen. Das heißt, man kann mal gucken. Giftschaden, Zähne. Ja, der ist jetzt zum Beispiel nicht so toll. Ich nehme ihn mal mit, weil ich mal gucken möchte, wie viel er uns dann bringt an Gold. Außer, ja, wir finden irgendwas Besseres. Dann schmeißen wir ihn weg. So, das war unser Skelett. Das brauchen wir nicht verfluchen. Ein Diamant. Ein bisschen Gold. Gut. Was haben wir hier? Einen leuchtenden Dorndämon. Ah, sie ist aufgestiegen. Was für eine Stufe hat sie eigentlich? Sie hat Level 11. Sie leckt ein bisschen hinterher. Aber gut, so ist es halt. Ich habe ja extra die geholt. Das war ja total sinnvoll, weil wir am Anfang schon eine bekommen haben, was ich aber nicht gesehen habe. Ich dachte, man müsste die erst bezahlen, sozusagen, damit die kommen. Aber eine hatten wir schon. Naja, aber jetzt haben wir Yanta. Yanta ist cool. Yanta mag uns. Wir mögen Yanta. Deswegen haben wir sie ausgewählt. Und weil sie, glaube ich, Eis hat oder so. Es ging nicht um Äußerlichkeiten. So. Okay. Böse Lanze, Dritter. So. Mal gucken. Man sieht jetzt noch nicht so viel von dem eiserne Jungfrau-Ding. Ich glaube,
dass das auf höheren Stufen noch besser wird. Oder war das wieder nur Radius? Müssen wir mal eben schauen. Tatsächlich. Ach so, Skills sind nicht mehr auf K. Das irritiert mich immer. Da muss ich hier unten kurz gucken, worauf die jetzt sind, weil das vergesse ich jedes Mal. Aber irgendwann werde ich das auch wieder können. Und auswendig wissen. Bin ich doof? Fertigkeitenbaum. T ist das jetzt. War das auf K? Ich glaube, bei Diablo 1 war das auf K. So, die Flüche. Hier sind wir. Das macht... Genau. Das lässt sich steigern. Also das heißt, wir können mit der nächsten Stufe sozusagen auch mehr Schaden zurückwerfen. Das ist ganz nett. Der Radius bleibt hier. Und bei anderen ist es so, dass der Radius immer größer wird. Hier zum Beispiel, ne, wird der Radius größer. Und hier dann entsprechend auch. Und die Dauer steigt ein bisschen. Und was haben wir hier? Der Radius wird größer und die Dauer steigt. Also das heißt, ja, im Prinzip, das hier steigt auch im Schaden. Das ist ganz cool. Also eine Jungfrau ist super nützlich, wenn ich mich recht erinnere. Das war, glaube ich, das, was ich damals mal gerne verwendet habe. Hier ist der Inifußbaum. By the way. So. Und hier müsste... Ha! Da ist er! Baumkopf-Holzfaust! Baumkopf-Holzfaust, das ist ein sehr toll übersetzter Gegner. Der ist sehr berühmt im Prinzip, weil damals in der PC-Action und, PC-Games und allen möglichen Game-Magazinen da wohl sich quasi über die deutsche Übersetzung so ein bisschen lustig gemacht und Baumkopf-Holzfaust war halt der da sozusagen als Beispiel herhalten musste. Ja. Der heißt im englischen Original natürlich ein bisschen anders. Aber ich glaube, das wurde ziemlich 1:1 übersetzt. Also müsste ja irgendwas wie Tree Fist, Wood Fist oder sowas in der Richtung. Ja, oder Tree Head Wood Fist. Das wäre korrekt, ne? Ja. Irgendwie so. Auf jeden Fall war die englische Übersetzung wohl ein bisschen sinnvoller und die deutsche Übersetzung ein bisschen komisch. Und deswegen wurde sich da ziemlich drüber lustig gemacht. Und naja, das zieht sich halt so durch. Und deswegen mache ich mich heute auch noch darüber lustig. So, wir nehmen das schon. Ja, wir nehmen das, weil wir müssen eh in die Stadt. Dieser Baum erstrahlt in innerem Licht. Ja, kann man jetzt nicht sehen, aber er sieht ganz wunderschön aus. Also, das ist halt inneres Licht. Ne? Das hat was mit der inneren Schönheit zu tun. Äußerlich ist da jetzt nicht so viel zu sehen, aber dieser Baum hat halt eine innerliche Schönheit und die muss man dann auch wertschätzen. So, wir nehmen natürlich die Inifus-Schriftrolle mit. Ich kann nicht noch mehr tragen. Wir würden sie mitnehmen, aber sie ist leider zu groß. Das heißt, wir schmeißen diesen Kopf weg. So. Okay. So. Jetzt sollten wir Akara die Schriftrolle bringen. Was sich ganz gut trifft, denn wir müssen eh zu Akara, da wir voll sind. So. Und deswegen machen wir das auch. Da oben haben wir noch gehärtetes Leder, aber ich glaube, das ist einfach... Bitte. Achso, hier sind noch Gegner. Das ist einfach nur... Ja, ätherisch. Oder gesockelt. Eins von beiden. So. Reden wir mal mit Akara, würde ich sagen. Es hat, glaube ich, ich probiere es nochmal, ich rede mal mit Kashia, aber ich glaube, es hat nicht so viel Wert. Ja. So, das wäre denn das. Mit dieser Schriftrolle könnt ihr ein Tor nach Tristram öffnen. Aber nur Akara kann den Sinn entziffern. Okay, sie sagt zumindest ein bisschen was dazu. Ich fand das bei Diablo immer ganz interessant, was die verschiedenen Charaktere so dazu zu sagen haben. Und deswegen habe ich da sehr gerne mit denen gesprochen. Aber wenn die jetzt nicht viel zu sagen haben... Bringt das zu Akara. Nur sie kann es verstehen. Dann bringt es nicht so viel. Deswegen gehen wir dann zu Akara, die uns das entziffert. Hallo? Hallo. Ah, ausgezeichnet. Ich habe die Runen dieser Schriftrolle entziffert. Ihr müsst die Monolithe finden und in der Reihenfolge berühren, die ich aufgeschrieben habe. Ja, das kriegen wir wohl hin. Gar kein Problem. So. Gehen Sie zu dem Monolithen im Feld der Steine, berühren Sie die Steine in der Reihenfolge, wie sie in der Inifus-Schriftrolle angegeben ist. Treten Sie durch das Portal nach Tristram. Das werden wir tun. Gucken wir mal drauf. Ja, das ist ja recht einfach. Klack, 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 klack. Das wird einem ja hier alles sozusagen vorgekaut. Bei Diablo 1 musste man solche Reihenfolgen noch selber rausfinden. Nee, die Spiele werden immer einfacher. Achso, wir wollten noch identifizieren. Das können wir natürlich selber tun, das ist ja gar kein Problem. Das haben wir schon identifiziert. Wir müssten das und das identifizieren. Und dann können wir mal kurz gucken. Dieses Katar bringt uns ja eh nichts, macht aber ein bisschen Feuerschaden. So, verbesserte Verteidigung, 1 zu Leben. Beschützer des Schakals. Das ist ganz nett, aber unser Kopf hier ist ganz schön. Den behalten wir mal. Repariert Haltbarkeit, das ist Schrott. Und das Juwel, das heben wir auf.
Gut, ich verkaufe eben, lagere mal eben ein und dann werden wir wieder... Oh, mein Charakter hat sich entschlossen, in einen Laufbug zu gehen. Das ist interessant. Also, ich meine, das kann ich beheben, indem ich irgendwo anders hinklicke, aber er kriegt gerade die Wegfindung nicht hin, deswegen läuft er hin und her. So, okay, gut. Ich verkaufe eben, lagere ein und dann gucken wir weiter.